Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play der Clue 2 in natürlich der PC-Version. Und damit ihr nicht euren Sound und meinen Sound gleichzeitig hört, werde ich meinen Sound mal runterschrauben. Im letzten Part haben wir das Spiel begonnen und die Tankstelle ausgeraubt. Heute werden wir uns an den Tante-Emma-Laden machen. Ja, aber als erstes lese ich mal ein bisschen Zeitung. Please excuse me for doing this fucking shit. Ja, jetzt will ich aber... Das ist ja extrem. Das Spiel fährt sich immer fest, wenn ich die Zeitung anklicke. Liegt das jetzt an der Zeitung oder ist jetzt gerade allgemein ein kleines Problem? Ich probiere es mal mit dem Schreibtisch. Ach. Okay. Meine Vermutung war jetzt, dass es damit zusammenhängt, dass ich jetzt in meine Steam-Bibliothek hinzugefügt habe. Probieren wir es nochmal. Ah, es funktioniert wieder und die Dinge hier sind sogar über den Gegenständen. Das ist natürlich wunderbar. Tja, Videoeinstellungen leider so. Ich kann leider nicht das einstellen. Oder nein, das. Weil ich ja LP. Und da kann ich das leider nicht. So, zur Feier des Tages spielen wir mal. Speichern wir mal auf Let's Play. Und lesen jetzt mal die Zeitung. Was? Sie haben Sinclair geschnappt. Der Verrückte ist doch tatsächlich ins Ministry of Light eingebrochen. Seltsam. Was gibt's denn dort zu holen? Außerdem haben sie die Überprüfung der nächtlichen Ausgangssperre noch verschärft. Mysteriös, nicht wahr? Ja. Sagt ja. So, ich überlege. Ach, wir machen erst den Tante-Emma-Laden und kümmern uns dann darum, das Geld zu verscherbeln. Entschuldigung. Ja, neuer Planer ist es dann, diesmal. Wenn wir hier nach oben drücken, dann sehen wir hier jetzt die Tankstelle, die ist jetzt, ja, grün. Und jetzt Tante-Emma-Laden. Tante-Emma-Laden. Tante-Emma heißt in Wirklichkeit Sophia und war in jungen Jahren eine Gangsterbraut. Seit dem Tod ihres Mannes Mike Corleone... kümmert sich Sophia ganz allein um ihren Laden. Sie ist sehr aufmerksam um ihren kleinen Laden bemüht. Zielbeute im Wert von ca. $210, 10 Kilogramm mitzunehmen. Machen wir. Hier steht der Text auch nochmal. Ja. Mitnehmen tun wir diesmal wieder das und das, denn Brecheisen brauchen wir auf jeden Fall und das auch. Fahrzeug, wenn wir wieder das, weil wir noch kein anderes haben. Und jetzt geht es los. Wir sind im Tante-Emma-Laden. Und keine Sorge, dieses Lied kommt nicht in jedem Level, sondern nur in ganz bestimmten. Und später kommen auch noch extrem geilere Lieder. So, ich habe Angst, wenn die da oben steht. Ne, die hört uns nicht gut. Machen wir den Zeitraffer mal ein bisschen schneller. So, ist oben. Also ist fertig, das Fenster. Aber ich möchte doch gern mal warten, bis sie einmal ganz unten war. Sie geht jetzt also, sieht man am Pegel, am Sichtpegel, am Lichtpegel, wie auch immer. Geht sie jetzt runter, jetzt steht sie eine Weile hier und gleich geht sie wieder hoch. Da. Jetzt ist sie oben. Oder geht gerade hoch. Jetzt machen wir uns auf den Weg. So, sie geht gerade da die Treppe hoch. Dort. Wir können sie jetzt natürlich auch betatschen, machen wir aber nicht. Machen wir aber nicht, sondern brechen dafür die Kasse auf. Das ist jetzt, ja, besser. Das dauert auch nicht so lang. Ich meine, wer braucht schon ewig, um die Kasse aufzubrechen? Ich, weil ich nicht weiß, wie es geht. Und ich glaube, das ist auch besser so. Gudi, die wäre dann fertig. Und wir öffnen sie. Schon rein und finden ein paar 5 Cent oder 5 Dollar, ich würde eher sagen 5 Cent oder wie nennt man Cent da? Keine Ahnung. Jedenfalls insgesamt 50 Dollar, gut, dann sind es doch, dann sind es 10? Ne, das sind mehr als 10. Kack auf die Währung. So, jetzt wird es schon etwas schwerer. Naja, gut, es gibt zwei Wege, wie wir es machen können. Entweder schließen wir uns da ein und warten, bis hier unten ist, oder... Wir gehen hier nach oben und schauen so
So, so sieht sie uns nicht, aber wir sehen sie, wenn sie vorbeigeht, da. Jetzt gehen wir mal da runter. Und tada, sie hat uns nicht gesehen. Diese Tür müsste offen sein. Jetzt nehmen wir uns einmal dieses Radio. Und ach Gott, ich liebe dieses Spiel. Und brechen jetzt den linken Safe auf. Wir könnten natürlich auch den rechten Safe aufknacken. Und habe ich schon mal erwähnt, dass dieses Gebäude dort hinten sehr geil ist. Leider kann man nicht rein. Nie, man kann nie einbrechen und auch so nicht rein. So, im linken Schrank wäre nichts. Und das wäre ja Zeitverschwendung. Und Werkzeuge können übrigens nach einer Weile auch abgenutzt sein. Das heißt, das wäre wirklich Verschwendung. Natürlich könnten wir uns hier jetzt noch so einen Sack mitnehmen, der nicht viel wert ist, aber da, das kann er nicht tragen, zu schwer. Ist also mehr als 15 Kilogramm schwer. Wir können ja mal schauen, wie schwer er ist. Er ist 25 Kilogramm schwer und auch nur 2 Dollar wert. So, jetzt warten wir wieder, bis sie dort oben ist. So. Das sollte reichen. Die Musik geht leider mal sehr schnell vorbei. Aber ich habe in Erinnerung, dass sie sich früher wiederholt hat, aber pff, okay, dann nicht. Jetzt begeben wir uns wieder langsam nach draußen. Könnten natürlich auch so eine Säcke hier mitnehmen, aber die sind 20 Kilogramm schwer und auch nur 2 Dollar wert, also was würde es uns bringen? Ich würde sagen, gar nichts. Also steigen wir in unser Auto. Ich liebe dieses Spiel immer noch. Und fertig. Die. Nein. Der. Nein. Tante Emma ist depressiv. Starten wir den gleich mal, ohne lang zu warten. Das höre ich in dem Lied. Entschuldigung. Ich liebe dieses Lied, ich liebe den Soundtrack. Ich habe mir den Soundtrack rausgerippt, selbstständig. Und ja, ich liebe ihn. Höre ihn auch immer wieder gern, habe ihn auf meinem MP3-Player und so, jetzt geht's hier rein, knacken wir auf, gehen hier hoch, sie kommt, aufknacken, nehmen, 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 warten, 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 warten. Runter, runter ins Autoende. Geschafft. Plus 5 Schlösser knacken, plus 2 Polizeiakten, gestohlene Beute 270 von 328, weil da stehen ja tausende Säcke rum. Sie hat einen Sack. Ja. Es war ein gutes Gefühl, wieder im Geschäft zu sein, zu spüren, wie das Adrenalin in die Adern schoss. War das der Grund, warum Sinclair sich das Ministry of Light vornehmen wollte? Das war einfach zu verrückt, um wahr zu sein. Doch ich dachte nicht weiter darüber nach und beschäftigte mich stattdessen damit, mir die Zukunft in den Farben des Geldes auszumalen. Doch leider sieht die Zukunft selten so aus, wie wir sie uns vorstellen. Ja, ich hatte gerade noch gesagt, haha, sie hat einen Sack. Ich weiß nicht, na, ich schau mal kurz, weil da war keine Zwischensequenz, das habe ich nicht mit einberechnet. Das habt ihr jetzt selbst gesehen und ich schau mal eben was nach. Bis gleich. Mit sie meinte ich übrigens die Zwischensequenz, ja. Und, ja, ich habe mal nachgeschaut, Fraps nimmt tatsächlich den Audio von der Sequenz auf, aber mehr nicht. Also ich werde sie regulär einfügen, da wo sie hingehört. Die ersten 5 Sekunden der Zwischensequenz hat Fraps noch aufgenommen, also den Audio. Danach habe ich die Aufnahme kurz gestoppt. Und dann habt ihr das mit dem Sack hier auch noch gehört. Ich dachte, da bricht Fraps die Aufnahme ab, aber nein, das ist nicht der Fall. Und ja, jetzt sind wir hier und jetzt zeige ich euch das nochmal hier mit dem Plan. Hier sind jetzt also das Zeus Kino, das Zeus Memorial Hotel, das Gewächshaus und der Boxclub. Und als nächstes kommen die Druckerei, die Leichenhalle, das Mausoleum und die Konservenfabrik. Jetzt muss ich kurz mal überlegen, was brauche ich hierfür? Hierfür brauche ich, glaube ich, Susi. Brauche ich dafür? Nein, Susi brauche ich dafür noch nicht. Susi hole ich mir noch. Das erkläre ich euch später alles. Wenn. Warte, ich muss das mal kurz zusammenrechnen. Was brauche ich da alles? Das brauche ich, das brauche ich. Also eigentlich reicht da auch Dietrich und Brecheisen. Das, das, das.
15 Kilo, das kann er auf jeden Fall tragen. Das heißt, ich könnte das jetzt rein theoretisch direkt machen. Jedoch möchte ich mich gern, entschuldigt bitte, einmal in der Old Brazil Bar umschauen. Das schneide ich jetzt mal noch nicht raus, weil das nicht weit weg ist. Das ist also eine der Bars, von denen ich mal geredet hatte. Und jetzt mache ich doch mal kurz den Cut. Ganz einfach, weil ich mir was zu trinken holen wollte. Das hier ist die Old Brazil Bar und mein Lieblingspartner müsste hier jetzt schon drin sein. Gehen wir mal die Treppe runter und schauen. Spannung pur. Ja, willkommen. Tja, wie heißt du denn? Bleib stehen, ich will mit dir reden. Hi, ich bin Matt. Du sprichst wohl nicht mit jedem. Mach dich locker, Bruder. Was meinst du mit mach dich locker? Du bist sowas von uncool. Ich bin. Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Klar doch, Mann. Wenn nicht du, wer dann? Okay, gib mir noch eine Chance. Okay. Hey, Mann. Cool, Bruder. Super abgefahren, dich zu treffen. Na, siehst du, Matt. Geht doch, wenn du dich bemühst. Danke, dein Lob bedeutet mir wirklich viel. Ein Rückfall. So reden doch wirklich nur Weihnachtsmänner und Buchhälter. Und Menschen, die Hardcore sind. Okay, wechseln wir das Thema, Mann. Worüber möchtest du quatschen? Naja, ich bin da in nicht allzu legale Geschäfte verwickelt. Du meinst, du bist Einbrecher, Mann? Woher weißt du das? Ich bin auch aus der Szene, also laber nicht rum. Lust mitzumachen? Aber immer doch, man. Damit haben wir unseren Lieblingspartner, der hier ganz allein in der alten, verschimmelten Brazil Bar rumhockt. Traurig was, aber so ist das Leben. Jetzt gehen wir mal zum Werkzeugladen. Warum gehen wir eigentlich zum Werkzeugladen? I have no idea. Ich gehe lieber zur Pfandleihe. Die ist direkt neben dem Zeus-Kino. Da seht ihr es gleich mal. Und wieso ist die Musik immer weg? Naja. Hier ist schon die Pfandleihe. Das ging ja schnell. Da. Und da ist das Zeus-Kino. Und natürlich du. Bevor ich es vergesse, ne? Hi Bingo. Ah, ist schon okay. Sowas passiert mir andauernd. Alle halten mich für einen Clown. Verstehe ich nicht. Nur wegen der roten Nase, des Winkel und den bunten Klamotten. Och, Menschen können so oberflächlich sein. Das du sagst es, Bruder. Der Vorteil von dem Aufzug ist, dass ich jederzeit eine Bank überfallen könnte, wenn ich Lust dazu hätte. Und hast du Lust? Aber immer doch, melde dich einfach bei mir. So, das ist Bruno. Bingo, tut mir leid, nicht Bruno. Das ist, glaube ich, das Ladenlied, ja. Und wir reden mit dem Pfandlein, ja, mit Ali Selfcell. So, ja. Oh, das ist ja das bekannte erste Gespräch. Dann spul zurück und pausiert bei jeder Textbox. Tut mir leid, habe ich jetzt vergessen. Gut. Wir bekommen hier leider nicht immer das ganze Geld. Später im Spiel eröffnet sich ein Laden, bei dem man, ja, mehr Geld bekommt. Den vollen Preis oder, ich glaube, ja, fast immer den vollen Preis. Und da können wir jetzt aber nicht hin und wir werden das jetzt schon verkaufen, weil wir sonst kein Geld für ein neues Auto haben und dann später echte Schwierigkeiten bekommen. Also weg mit dem Feuerlöscher, weg mit dem Klopapier. $36 dafür, $45 dafür, $18 dafür und das ist sehr extrem. $180 damit, $20 gewaschen. Her mit dem Geld,
Dafür finde ich sicher Abnehmer. Hier ist dein Geld. Gut, damit haben wir $294. Reicht das schon für ein Auto? Ach, gehen wir einfach mal hin. Wieso mache ich eigentlich einen Cut? Guck mal, da ist die Pfandleihe und da ist der Autohändler hier. Da brauchte ich echt keinen Cut machen. Und direkt hinterm Zeus-Kino ist, glaube ich, die Jules... Ach, nicht die Jules. Die West End Villa. Entschuldigung. Und da möchte ich auch gleich nochmal hingehen, weil da gibt's auch noch einen guten Partner. Hallo. Louis Ingram. Hi, Interesse an einem neuen Wagen? Du bist sehr direkt. Klar, meine Ware ist auch sehr gut. Die Konkurrenz kann bei meinem Tempo gar mithalten. Eine marktwirtschaftliche Sensation nach der anderen. Also verschließ dich nicht dem Trend und kauf bei mir. Werde ich machen. Zaudere aber nicht zu lange, denn der frühe Vogel fängt den Wurm. Okay, dann lass mich sehen, was ich noch alles für dich habe. Was hast du für mich? Teuer, 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 du bist hässlich. Gut, dann ab zur West End Villa. Ja, ich sag jetzt nicht Villa. Ja, lauf gegen den LKW. Dort sehen wir schon den Eingang. Mein Gott, mir kamen die Wege früher irgendwie viel weiter und länger vor. Und Polizei, ich habe nichts mit euch zu tun. So, hier kommt jetzt aber ein anderes Lied, und zwar eins meiner Lieblingslieder. Und er läuft einfach mal ganz gekonnt durch den Pfahl. Ja, da ist Susi. Ja. Laufen wir ihm entgegen. Und wo bleibt mein Lieblingslied? Hallo? Lieblingslied? Ich glaube, jetzt kommt's. Ja. Hallo. Hallo, du bist doch dieser berühmte Plattenproduzent. Nein, ich bin im Exportgeschäft. Ah, schade. Internationaler Handel also. Nicht ganz. Ich exportiere nur einzelne Güter in kleinem Rahmen. Also eher so etwas wie ein, Spedition? Ich bin Einbrecher, okay, verstanden? Ja, ich denke schon. Ich glaube, ich hätte da was für dich. Was? Du musst mir dafür aber ein Versprechen geben. Okay. Ich arbeite in einer Villa. Die würde sich sicher für dich lohnen. Und was ist deine Bedingung? Ich will mitmachen. Okay, ich melde mich einfach bei dir. Wie du meinst. Ja, das ist Susi Napkins. Die ist eigentlich genauso, ich sag mal, stark wie Matt Magoo. Nur, dass sie mehr Geld von der Beute will. Deshalb ist Magoo mein Lieblingspartner. Aber, ja. Da ist schon wieder Bingo. Let's go home. Go home. Go home. Perp. Let's go home. Go home. Go home. You motherfucker. Yeah. Aha. Aha. Taxi. Pfeif. Das sind übrigens keine Partner. Na, wo soll's denn hingehen? Nach Hause. Okay. Woher weiß der eigentlich, wo unser Zuhause ist? Police. Das Taxi kennt den Weg zu mir nach Hause besser als ich. Das ist peinlich. Hier ist die Bank. Ja, das ist die Bank. Ich hasse dieses Level. Hier ist noch ein Taxi. Bonjour. Noch eins. Bonjour. Das ist das Museum. Zu unserer Linken sehen Sie das Museum und einige unwichtige Häuser und... Das Museum ist direkt gegenüber von unserem Haus? What the fuck? Seit wann das denn bitte? Ja, die Welt hat sich verändert. Okay, dann hat sie nicht. Meine Gedanken haben sich... Ich will darüber nicht reden. So, wir probieren das Zeus-Kino jetzt einfach mal. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich jetzt verkacken werde. Zeus-Kino.
Bin ich eigentlich noch im zweiten Part? Bin ich noch im zweiten Part? Ja, das bin ich. Wie viel Kilo passen hier noch rein? Aha.